wieder sind wir da. Ihr Lieben, willkommen bei Domia, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht heute wieder, Mittwoch auf Donnerstag. Also ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was. 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht heißt Anja. Und Anja ist 38 Jahre alt. Hallo Anja. Ja, hallo Domia. Hallo. Hallo. Weswegen rufst du mich an, Anja? Was ist dein Thema? Ich sag jetzt mal, verliebt, Liebeskummer, also so ein, wie soll ich sagen, so eine Achterbahn, so gefühlt hoch, gefühlt tief, ein Hin und ein Her. Ja. Ja, es ist so, ich bin eigentlich sage ich jetzt mal, sehr glücklich verheiratet. Dachte ich eigentlich zumindest immer. Mhm. Aber ich habe mich in einen anderen Mann verliebt. Wie lange bist du denn schon verheiratet? 12 Jahre. 12 Jahre. Und hast dich jetzt in einen anderen Mann verliebt? Seit wann? Sagen wir es mal so, so kurz ist es eigentlich nicht. Ich kenne diesen anderen Mann seit 10 Jahren. Ja. Nur ist es so, Aber seit 10 Jahren läuft nicht schon irgendwie verliebt. Nee. Ja, sagen wir mal verliebt. Es war mir eigentlich erst seit letztes Jahr so richtig bewusst, dass es eigentlich Verliebtheit ist oder verliebt. Aber so, das heißt, für ihn geschwärmt hast du schon lange? Ja, so irgendwie genau. Also, unausgesprochen war es so in der Luft, dass du den schon ziemlich toll fandest. Richtig. Seit einem Jahr. Ist das eine Parallelbeziehung jetzt? Nein. Es ist keine Affäre, es ist auch noch nichts passiert. Ach so. Wir sind uns zwar wohl näher gekommen, also zweimal insgesamt vor kurzem. Hm, was heißt denn näher kommen? Ja gut, geküsst halt, geknutscht und ja, also, es wäre auch fast, sagen wir mal so, beim zweiten Mal, als es passiert ist, als wir da geküsst haben, wäre es auch fast passiert. Und ja, wir wollten es ja auch wirklich beide. Aber irgendwo sind wir beide doch ein bisschen Vernunftsmenschen. Mhm. Weil er ist schließlich verheiratet, ich bin verheiratet. Achso, er ist auch verheiratet. Ja, das ist ja das Ganze. Ist denn er ein Freund der Familie? Kennen die beiden Männer sich auch? Natürlich. Ja. Also, es ist ja, das heißt, die Familien sind miteinander befreundet. Ja, das ist ja das Problem, ja. Das macht das Ganze ja noch viel komplizierter, ne? Oh, weil sich eben alle vier gut miteinander verstehen. Mhm. Und deswegen ist ja das Ganze so schwierig. Deswegen sagen wir einfach, es muss einfach die Vernunft siegen. Es darf einfach nicht sein, weil es eigentlich irgendwie zu kompliziert ist. Mhm. Ist er denn in gleichermaßen verliebt wie du auch? Mhm. Ja? Ja. Ist er? Ja. Mhm. Absolut. Das habt ihr euch gestanden? Also soweit wurde schon gesprochen. Das ist also im Dezember ist es rausgekommen. Also, wie ist das rausgekommen? Naja, gut. Gut, es war eigentlich schon immer durch die Blicke, die wir uns zugeworfen haben, war es schon immer irgendwo. Ich meine, das ist ja ein ganz großer Tabubruch, den ihr da begangen habt. Wenn ihr 10 Jahre befreundet seid, wenn dann die Familien miteinander verbandelt sind, dann muss ja schon was Besonderes passieren, ehe man das dann ausspricht. Wie war das? Ja, weißt du, ich muss auch dazu sagen, wir sind ja nicht 10 Jahre permanent miteinander in Kontakt gewesen. Mhm. Es waren ja schließlich 7 Jahre dazwischen, wo wir gar keinen Kontakt hatten miteinander. Ach so. Na gut, also, aber ihr kennt euch halt. Also wie ist es ausgesprochen worden? Gut, wir haben telefoniert. Also mein Mann war nicht zu Hause, seine Frau war nicht zu Hause. Wir haben eben telefoniert. Und irgendwie, es war eigentlich eine ganz witzige Situation. Ich saß gerade in der Badewanne, als wir telefoniert haben. Und pikant. Er hat es wohl mitbekommen, also man hört es auch irgendwo, wenn man im Bad ist. Mhm. Und es plätschert halt und er meinte bloß, was ich jetzt gerade mache, wo ich jetzt gerade bin. Dann sage ich, naja gut, in der Badewanne. Und da hat man schon gemerkt, so naja, wie er so durchatmet. Gut, aber da ist eigentlich noch nichts großartig sich anmerken lassen. Bloß dann hinterher, nach dem Baden, so eine Stunde später ungefähr, haben wir dann noch ein bisschen gechattet miteinander. Mhm. Und dann hat er mir das quasi gestanden, dass er eigentlich doch ganz schön, erregt war. Naja, ich verstehe, beim Chatten kann man natürlich, traut man sich unter Umständen noch mehr als im direkten Gespräch. Man hat halt eine Schutzwand. So, jetzt ist das Ganze ja nicht gerade unkompliziert. Nee, wie ist denn deine Ehe? Eigentlich war sie bis dato, also bis ich wirklich realisiert habe, ich habe mich in diesen anderen Mann verliebt, relativ gut. Ich meine, gut, die Eheproblemchen hier und da, die gibt es ja überall, aber wir haben eigentlich eine gute Ehe, muss ich sagen. Kinder? Ja, zwei. Mhm. Zwei. Mhm. Wie alt sind die Kinder? 6 und 4,5. Ja, ja.
Also klein halt, relativ klein noch, ne? Und so. Dann denkt man halt auch eher an die Vernunft und denkt, mein Gott, das kann es nicht sein irgendwo. Mhm. Man ist da 12 Jahre verheiratet. Und Bist du in den zwölf Jahren treu geblieben? Also ich war meinem Mann immer treu, das also hundertprozentig, ja. Bloß er mir nie. Er dir nie? Was heißt nie? Ich weiß es nicht. Nie kann ich jetzt nicht sagen. Ich weiß einfach, dass wo ich eben mit meiner Tochter schwanger war, ja. Und es ist ja jetzt schließlich 5 Jahre her, ja. Also dass er immer wieder mal fremdgegangen ist. Das wurde darüber offen gesprochen, auch in der Ehe? Ja. Ja. Und das hast du ihm aber vergeben und vergessen? Nee, nicht immer vergeben und vergessen. Ich meine, er hat mir immer beteuert, er macht's nicht mehr und in Tränen ausgebrochen. Und er macht's wirklich nicht mehr. Und, ja. Und überhaupt, ich soll ihm doch noch eine Chance geben und hin und her. Mhm. Und eben immer wieder so rein durch Zufall, so instinktiv habe ich halt immer wieder irgendwie bemerkt, naja, also schon am Verhalten. Mhm. Hast also du denn den Eindruck, dass er im Moment bei dir, ganz bei dir ist? Nee. Auch nicht? Nicht immer. Also dann ist diese Ehe aber nun nicht so dolle, wie du sie gerade beschrieben hast. Nee, eigentlich nicht. Also was heißt so toll? Da ist schon eine Unzufriedenheit bei dir, eine Verletzung. Wenn der Knabe so lange, über so einen langen Zeitraum und immer wieder und sogar jetzt auch, wenn du das vermutest, fremd geht, hast du natürlich eine Unzufriedenheit da. Und das wundert mich nicht, dass du dann irgendwann auch mal ein Ventil suchst und für dich da irgendwas ausfindest. Ja, deshalb wäre hier wirklich die grundsätzliche Überlegung, erstmal, was ist denn hier mit dieser Ehe los? Ist das eine Scheinveranstaltung? Manchmal frage ich mich auch, aber ich weiß nicht, warum ich mir das immer selber einrede. Ich sage immer, mein Gott, ich habe diesen Mann kennengelernt. Ich dachte immer, das ist der Mann fürs Leben, weil die Gefühle, ich dachte immer, es könnte kein anderer Mann also diese Gefühle übertreffen. Ja gut, aber es ist ja nun einiges jetzt vorgefallen, was eben nicht so sein sollte. Das hat ja auch diesen riesen Knacks in diese Ehe gegeben, das ist schon richtig. Ja. Ne? Und du hast wahrscheinlich so einen Denker, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Und richtig. Polierst du dir das immer wieder auf? Und richtig. Man denkt halt immer wieder, komm, vielleicht klappt es doch mal auf. Ich glaube, der Punkt ist nicht in erster Linie, dass du dich da eventuell jetzt ein bisschen verknallt hast oder mit diesem anderen Mann, sondern die Hauptfragestellung ist, was ist mit meiner Ehe, wie bringe ich die in Ordnung oder was mache ich überhaupt in meinem Leben? Ja, natürlich, klar. Denn dieses jetzt auch irgendwie nebenher laufen zu lassen, wie es dein Mann vielleicht gemacht hat, das finde ich nicht in Ordnung. Das geht auch nicht. Musst du den Mut haben, und das ist natürlich eine große Sache, vielleicht grundsätzlich mit deinem Mann zu sprechen und grundsätzlich deine Ehe zu beleuchten. Richtig, das ist die Frage. Also, weißt du, ich hab das ja auch schon unzählige Male probiert. Ich habe mir auch eine Therapie schon vorgeschlagen, so eine Ehetherapie, aber der blockt da ja total ab. Mhm. Ich frage ihn auch, warum er es immer wieder tut. Er meinte, er kann es mir nicht sagen. Es kommt manchmal halt über ihn. Also ja, und er ist natürlich zu feige, wahrscheinlich in so ein Therapiegespräch zu gehen. Macht er nicht, ja klar nicht, nee. Ja. Nee. Also ich würde es so aufzäumen, das ganze Ding, das nochmal thematisieren, da ist ja eine Unzufriedenheit da bei dir. Natürlich, ja, natürlich. So, dass du das nochmal auf den Tisch legst und sagst, pass mal auf, ich kann das so nicht weitermachen. Mhm. Es kann nicht so weiterlaufen. Wenn es so weiterläuft, wird irgendwie auch was Komisches bei mir passieren. Kannst du mir schon mal so andeuten. Natürlich. Und schlägst du es noch einmal vor, dass in dem Sinne, wenn ihm auch etwas an euch gelegen ist, dann muss er ja auch irgendetwas tun. Da kann man sich ja nicht einfach zurückziehen und sagen, nee, mache ich nicht. Na klar, das macht aber so. Dann kommt er eben wieder auf die Mitleidstour und beteuert ihn. Ja, dann sagst du ihm, pass mal auf, lieber so und so, wenn du nicht mitkommst, gehe ich alleine hin. Mhm. Das ist schon mal da hast du schon mal eine Position. Und wenn ich dein Mann oder dein Partner wäre, würde ich schon ins Nachdenken geraten. Nee, die geht jetzt alleine dahin und redet über unsere Ehe. Eigentlich wäre ich da ja lieber auch dabei. Na klar, logisch. Na gut, er weiß ja auch, ich war ja schon mal in so einem Beratungsgespräch, das weiß er ja alles. Ne? Ja, interessiert ihn alles nicht. Nee. Also, Anja, ich würde mich nicht auf so eine heimliche Tourerei da einlassen mit dem anderen. Wenn, dann mach Klartisch und sag ihm, pass auf, ich habe mich, glaube ich, in den und den verliebt. So, und dann wird er vielleicht aufwachen. Ja, klar. Dann kommt das ganze Gefüge, kommt durcheinander und wird vielleicht neu gemischt.
Ja, klar. Aber auf keinen Fall irgendwie jetzt, ich meine, ihr habt ja noch nichts gemacht. Das ist ja noch in so einer Anfangsphase, die ist noch okay. Es ist noch nichts passiert. Genau, jetzt kann man das auch noch sagen und auch noch beichten und so, aber das muss für ihn ein Signal sein, die Anja ist nicht zufrieden. Ja, klar. Also ich denke auch mal, ich vermute auch mal, der hat schon auch ein bisschen manchmal Angst um mich. Also der hat manchmal schon so Eifersuchtswahn. Mhm. Also komischerweise aber immer bei dir. Ja, aber der wiegt sich wahrscheinlich zu sehr in Sicherheit. Dass er seit Jahren denkt, ach, da kann ich groß was schief gehen. Und ja, klar, das biegen wir schon. Ja, eh immer wieder, natürlich. Genau. Ja, ja, klar, so ist es schon, ja. So, jetzt werden wir dir erst nochmal eine Anlaufstelle, eine Beratungsstelle geben. Für den Fall, dass du dir vielleicht überlegst, dann doch dahin oder dass ihr vielleicht auch gemeinsam hingeht. Das ansonsten würde ich wirklich offensiv die offensive Sache fahren und auch mit ganz offenen Karten spielen. Ja, klar. Mal sehen, wie ihr reagiert. Dann ist vielleicht in den nächsten Monaten alles ganz anders bei euch. Das kann schon sein. Ja. Liebe Anja, wir rufen dich gleich zurück. Okay, vielen Dank. Alles Liebe, tschüss. Tschüss. Jasmin ist hier. Jasmin ist 20. Guten Morgen. Hallo. Hallo Jasmin. Was ist dein Thema? Und zwar hat sich mein Freund am Montag vor 4 Wochen erhangen. Und ich wollte einfach mal drüber reden. Dein Freund hat sich aufgehängt? Also mein bester Freund. Ach, dein bester Freund. Ja, genau. Mhm. Also keine Beziehung, war ein guter Kumpel. Also Freund, genau. Richtig, ein guter Freund. Genau. Wie lange wart ihr schon befreundet? Es war nicht lange, also im Mai wären es jetzt ein Jahr gewesen, also so circa 10 Monate waren wir gut befreundet. Und auch keine heimliche Verliebtheit war da im Hintergrund? Nein. Gar nicht. Was, wie alt war er, so in deinem Alter ungefähr? Er war 19. 19. Ja. Wo hat er sich erhängt? Also es war, ich wohne in der Stadt und er wohnt außerhalb im Dorf und es war halt mitten im Dorf, wo die ganzen Schulkinder lang gehen morgens und die Kindergartenkinder. Da hat er sich vor, also mitten im Dorf an. Mitten im Dorf aufgehängt? Mhm. An einem Baum? Genau. Und dann sind irgendwann Leute vorbeigekommen morgens, er hat es dann in der Nacht gemacht, oder? Ja, er hat, also ich habe noch mit einer Freundin, habe ich ihn um 2:30 nachts noch angerufen, weil wir hatten frei und... Um wie viel, ich habe es gar nicht verstanden, wie viel Uhr? Um 2:30. Um 2:30, genau, und da hatten wir ihn angerufen und er hätte eigentlich an dem Tag Frühschicht gehabt, er hat eine Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht. Mhm. Und dann haben wir ihn halt angerufen, gefragt, was er denn so machen würde, weil er halt immer so lange wach war und habe ihn gefragt, ob er Frühschicht hat. Da hat er dann halt gesagt, ja. Mhm. Da habe ich auch zu ihm gesagt, ja, dann will ich nicht weiter stören. Er war auch ganz komisch am Telefon. Mhm. Und dann sagt er nur, ja, ich habe dich lieb und hat einfach aufgelegt. Und wir haben uns halt nichts dabei gedacht. Und dann bin ich morgens aufgewacht durch einen Anruf von einer Freundin und habe das dann halt erfahren. Und man hat ihn dann, irgendwelche Leute haben ihn gefunden und entdeckt. Ja, gesehen. Ein Grundschüler hat ihn gefunden, genau. Ein Grundschüler hat ihn hängend am Baum gesehen. Ja, genau. Mhm. Hast du irgendeine Ahnung, warum er das gemacht hat? Der hat also 4 Abschiedsbriefe hinterlassen. Mhm. Einer dann für mich und einen für seine Freundin. Der hatte auch noch eine Freundin und... Was schreibt er in dem Abschiedsbrief? Also stand drinne aus finanziellen Gründen, weil er Geld an seine Eltern abgeben musste und er hat auch nicht viel verdient. Und seine Ex-Freundin, mit der er letztes Jahr auseinandergegangen ist, damit ist er auch noch nicht klargekommen. Mhm. Und von seiner Ex-Freundin, der Freund, der hat sich auch erhangen vor 2 Jahren und er hat ihn halt auch gefunden und ist auch noch nicht drüber weg gewesen. Leute, der Freund von der Ex-Freundin, also sein Vorgänger quasi. Der Bruder von der Ex-Freundin war das. Der Bruder von der Ex-Freundin. Und den hat dein Freund wiederum damals gefunden. Genau. Ach so, Und war wahrscheinlich noch nicht drüber weg und auch jedes Mal, wenn er jetzt seitdem Schluss war mit ihr letztes Jahr und er immer wieder irgendwie eine neue Beziehung angefangen hat, hat er immer seine ganzen Freundinnen mit seiner Ex-Freundin verglichen. Mhm. Aber sag mal, dieses Finanzielle war doch bestimmt nicht so riesig. Er hatte... Es ging, also die Eltern hatten Darlehen und da musste er halt abdrücken, Kostgeld musste er bezahlen, Handys musste er bezahlen von den Eltern auch und seins noch mit. Ja. Und er hat halt nicht viel verdient, weil er noch in der Ausbildung war. Nun warst du eine seiner besten Freundinnen. Ja, genau. Hast du denn das vorher gemerkt, dass er unter einem solchen enormen Druck steht und so unglücklich ist? Nee, gar nicht. Das hat also echt keiner gemerkt. Jetzt im Nachhinein sieht man das so, jetzt wenn man sich Fotos anguckt, alles, sieht man, dass das ein richtig aufgesetztes Lächeln war. Aber der war eigentlich immer gut drauf und hat allen geholfen. Nur du hast das gar nicht gewittert, dass da irgendwas... Nee, er hat auch nie davon erzählt, zum Beispiel von dieser Geldgeschichte.
dass ihn das, ja. Davon hat er erzählt, nur er hat halt immer so getan, als ob er damit klarkommen würde. Und hatte auch immer so viel Geld in der Tasche, dass er eigentlich auch im Monat mit rübergekommen ist. Aber anscheinend war das dann doch nicht so. Hatte jetzt auch Führerscheinprüfung gehabt, den hat er auch nicht geschafft, konnte dann halt nicht zur Arbeitsstelle damit fahren, hätte dadurch die Ausbildung verloren. Achso, da kam also ganz viel, ja, jedes Einzelne könnte man ja sagen, mein Gott, ja, das kann man ja irgendwie lösen. Ja, ja, genau, und das war halt alles in ihm drin und er hat es wahrscheinlich nicht rausgelassen. Und er hat mit niemandem drüber gesprochen wahrscheinlich? Mit niemandem, nee. Mhm. Auch mit seiner Freundin nicht? Nein, auch nicht. Kennst du die Freundin auch gut? Ja, also wir haben uns jetzt, die sind im Januar zusammengekommen, die beiden. Mhm. Und halt hat, jetzt hat er sich am 26. Februar hat er sich halt erhangen. Also die waren auch nicht allzu lang zusammen. Mhm. Und du verstehst dich mit der Freundin aber auch gut, da ist keine Eifersucht irgendwie im Spiel. Nein, gar nicht. Nein. Hat er denn in dem Brief, in den Brief, den er dir hinterlassen hat, außer diesen Erklärungen noch irgendetwas geschrieben? Nee, gar nicht. Halt nur, dass das eine schöne Zeit war, dass er und mir dankbar ist, dass wir uns vertraut haben und Spaß zusammen hatten. Mhm. Hat er sich halt nur für bedankt, aber stand nichts drin. Und es stand halt ganz oben in dem Brief, dass dass wir alle nichts damit zu tun haben und er hat geschrieben, ich weiß, dass ich mich verstellen kann. Also er hat sich vor uns allen immer verstellt. Ja. Machst du dir persönlich jetzt irgendwelche Vorwürfe? Ich persönlich nicht, nein. Nein. Überhaupt. Also das hätte er dann von sich aus eigentlich alles dem Besten, eigentlich hätte er es der besten Freundin und auch seiner Freundin erzählen müssen. Ja, eigentlich schon. Vor allen Dingen dir, wo ihr schon schon sehr lange jetzt, also länger als mit seiner Freundin zusammen wart. Ja, ja, klar. Und gerade mit dem besten Freund redet man ja genau solche Sachen im Detail durch. Ja, und wir haben eigentlich auch über alles geredet, nur das waren halt so Sachen, die hat er echt verschwiegen. Also man hat echt nicht gedacht, dass er noch irgendwas in sich drin hat, was er nicht loswerden konnte. Wie ist denn das für dich? Das ist ja jetzt schon sehr dramatisch, was da passiert ist und auch sehr, sehr schrecklich. Wie fühlst du dich? In der ersten Woche ging es überhaupt nicht, da war ich total fertig. Mhm. Dann sind wir auf die Abschiedsfeier gegangen, da konnten wir uns nochmal verabschieden und da habe ich erst wirklich realisiert, dass er nicht mehr da ist. Nur jetzt ab und zu denke ich noch, wenn ich mich mit meinem Freund streite, bin ich letztens in die Richtung gefahren, wollte zu ihm nach Hause fahren und dann habe ich dann auf dem Weg hingemerkt, er ist ja gar nicht mehr da. Also es sind noch so Situationen, wo ich denke, wäre der Moment noch da. Wart ihr, du sagst, auf der Abschiedsfeier, war das, meinst du damit die Trauerfeier oder gab es eine extra separate Abschiedsfeier? Es gab eine Abschiedsfeier, ja. Wer hat die organisiert? Das war ein Seelsorger, der hat das gemacht, weil der nicht getauft war. Ach so. Konnte das auch nicht von der Kirche ausgehen, deswegen haben sie das dann bei einer Bestattung gemacht. Ach, das war dann zusammen auch mit der Bestattung? Ja, ja, genau. Mhm. Waren da viele Leute? Ach, es waren sehr viele. Seine jetzige Klasse, die alte Klasse von der Realschule noch, die ganzen Freunde. Und wie hast du das empfunden, diese Abschiedsfeier und dann auch anschließend die Beerdigung? Also die Beerdigung war nur im Kreis der Familie. Aber der Seelsorger hat sich dazu bereit erklärt, dass er an dem Tag halt, nachdem die Eltern dann weg waren, hat er für uns nochmal Gebet gesprochen. Und dann konnten wir halt nochmal Blumen und Rosen und Briefe beilegen. Also das war schon sehr wichtig dann für dich und für euch, für die Freunde, dass das alles so dann auch nochmal so feierlich begangen wurde. Ja, also die Abschiedsfeier, die fand ich jetzt persönlich schlimmer als die Beisetzung, weil da kamen dann halt Lieder und die haben das auch nochmal schlimmer gemacht und dann wusste man, jetzt ist halt vorbei, dass man ihn halt nie wieder sieht. Waren das Lieder, die er besonders gerne hatte? Ja, waren, ja. Was denn zum Beispiel? Von Pink, dieses Nobody Knows, was jetzt neu rausgekommen ist, das hat er immer gehört. Oder von Xavier Naidoo, Abschied nehmen, das haben sie noch gespielt. Oh ja, das ist natürlich dann unglaublich traurig, wenn man das auf einer Beerdigung dann hört. Unfassbar. Hast du denn jetzt ein paar Leute, mit denen du reden kannst? Ich meine, es ist ja erst 4 Wochen her, es ist ja noch sehr frisch. Also ich bin seitdem auch bei einer Freundin außerhalb vom ganzen Kreis da, bin ich fast jeden Tag bei ihr, weil wenn ich nach Hause fahre oder so, ich fühle mich ziemlich unwohl da. Und bin eigentlich meiste Zeit hier bei ihr. Das ist auch wirklich eine so schlimme Sache, wenn man so etwas im Umfeld erlebt. Und vor allen Dingen so komplett unvorbereitet. Das hat euch ja alle getroffen wie der Blitz aus heiterem Himmel. Ich finde das wichtig und richtig, du machst es ja schon intuitiv richtig, dass du einfach dann auch mit anderen Leuten redest darüber. Ja. Weil er ist ja das beste Beweis, was passiert, wenn man nicht redet.
Ja, das stimmt. Also hätte er, ich bin sicher, wenn er gesprochen hätte und wenn er sich Hilfe geholt hätte bei den Freunden, auch mal ein bisschen von der Seele gesprochen hätte, seinen ganzen Stress, da wäre das nicht passiert. Niemals. Ja, niemals. Das stimmt schon, aber irgendwie. Denn alles das war zu lösen, was du gerade erzählt hast. Das war schwierig, ja klar, sicher, aber viele, viele Leute sind immer in schwierigen Situationen, auch junge Leute, aber man hätte es lösen können. Ja klar, haben wir auch schon alle drüber geredet, aber wir wissen auch nicht, warum er es jetzt endgültig getan hat und er war auch nicht so gut zu sprechen auf seinen Stiefvater halt wegen der ganzen Geldgeschichte und überhaupt von zu Hause aus, er durfte die Freunde mitbringen, musste erst immer fragen und war hat sich total unwohl gefühlt und von seiner Ex-Freundin die Familie, die hat da auch eigentlich Mama, Papa, Oma, Opa genannt alle da und hat sich da eigentlich wie zu Hause gefühlt. Ja. Und ich denke mal, deswegen kam er dann überhaupt nicht klar, dass Schluss zwischen den beiden war. Verstehe. Ja. Jasmin, es tut mir sehr leid. Ja. Grüß mal ganz herzlich so die Clique um dich herum, die mit ihm auch vertraut war. Und quatscht immer, wenn euch der Sinn danach steht. Das ist richtig und das ist gut. Ja, auf jeden Fall. Meine Liebe, alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss, Jasmin. Ja, tschüss. Tschüss. Hier ist Sabine. Sabine ist 27. Nee, 23. Hallo Sabine, guten Morgen. Guten Morgen. Um was geht's bei dir, Sabine? Ja, bei mir geht's darum, dass ich im Überlegen bin, ob ich meine Arbeitsstelle kündige oder ob ich sein lasse oder ob ich wirklich so weiterleben will, wie es im Moment ist. Was hast du für eine Arbeitsstelle? Bitte? Was hast du für eine Arbeitsstelle? Ich arbeite im Gastronomiebereich. Mhm. Und ich fühle mich dort sehr stark gemobbt. Und das schon über längeren Zeitraum hin. Wie lange? Über ein halbes Jahr. Ja. Und ich versuche auch mit anderen darüber zu reden und versuche mir irgendwie Hilfe zu holen, auch über Therapeuten. Nur die haben auch keine Termine frei und können mir somit nicht helfen. Und wie lange arbeitest du denn schon in diesem Betrieb? Ein Dreivierteljahr. Ein Dreivierteljahr. Und seit einem halben Jahr ist es schlimm für dich? Genau, seit einem Dreivierteljahr. Wie sagst du gemobbt? Das ist natürlich ein großer Begriff. Also dir wird das Leben schwer gemacht. Was genau passiert da mit dir? Genau, so ich muss immer erreichbar sein und meine Fehler, die werden mir immer wieder vorgeworfen, was ich mache, auch wenn sie schon alt sind. Mir wird erzählt, dass andere besser sind wie ich und dass manche Fehler einfach nicht mehr passieren dürfen. Also von Seiten des Chefs? Von Seiten des Chefs? Ja, von meiner Leitung, ja. Mhm. Und dann, ist das ja noch gerade nicht unbedingt Mobbing, was du da gerade sagst? Ja, aber das ist ja eben die Sache, es geht darum, dass ich mich dann eben so dann gemobbt fühle, weil diese Person, die dringt auch in mein Leben ein, wirft mir vor, was ich in meinem Leben falsch gemacht habe. Warum gestattest du das denn? Warum gestattest du das denn, den privaten Zugang? Ja, weil diese Person ist, ich weiß nicht, wie ich sie beschreiben soll. Ich finde sie unbeschreiblich. Sie drückt immer irgendwas rein. Also ich kann das gar nicht erklären. Das ist einfach Wahnsinn. Was ist denn das Schlimmste, was du da empfindest im Moment in dieser Arbeitssituation? Das Schlimmste, überhaupt da zu arbeiten. Also überhaupt mit den Menschen in Kontakt zu sein, weil ich fühle mich zu Hause nicht mehr wohl. Ich fühle mich bei der Arbeit nicht mehr wohl. Moment, das ist so viel. Wieso fühlst du dich zu Hause nicht mehr wohl? Weil ich Angst habe, dass mein Telefon klingelt und dass ich wieder Ärger bekomme. Wenn das Telefon klingelt und dann ist die Chefin dran, was sagt die denn dann? Ja, also dann kriege ich eben wieder das ab, was ich gemacht habe, was sehr falsch gelaufen ist am Tag, was ich nicht richtig gemacht habe. Das sagt sie dir nicht am Ende der Arbeitszeit, sondern sie ruft dich dann nochmal an. Genau, sie ruft mich dann nochmal an, dann ist sie natürlich auch sauer und wenn ich dann einen anderen Ton anlege, dann heißt es gleich, du hast mich nicht so anzuschreien oder was heißt anzuschreien, du hast nicht in diesem Ton mit mir zu reden. Also du wehrst dich schon? Ich wehre mich schon, nur ich greife damit immer auf Granit, dann bin ich mal zu meinem Chef gegangen, habe mit denen darüber geredet. Achso, das ist gar nicht die Haupt... Nein, das ist nicht die Hauptperson und auf jeden Fall habe ich das dann alles erzählt, um mir Hilfe zu suchen, da Abschaffung zu finden, dass es mir besser geht, weil durch diese Probleme habe ich immer mehr Fehler gemacht und der Druck auf mir wurde immer größer, dass ein Druck von mir ausging, dass ich diese Leistung schaffen muss im Betrieb. Ja. Und bist du da Kellnerin? Nein, ich arbeite in einer Küche. In einer Küche. Ja, und das... So, jetzt ist das natürlich, wenn man mit dem direkten Vorgesetzten nicht zurechtkommt,
sollte man natürlich erstmal versuchen, mit dem zu reden und zu reden und zu reden, aber manchmal funktioniert das nicht. Dann ist natürlich der Weg, den du beschritten hast, richtig, da geht man zu dem Chef, zum Hauptchef. Wie hat er denn reagiert darauf? Ja, er ist verständnisvoll und hat auch gesagt, das ist okay, dass ich mit ihm rede, das wäre auch das Richtige. Ja, und dann hatte er sich diese Person dann eben drangeholt, hat mit der gesprochen, als er sagte, das Maß ist voll. So als das geschehen ist, dann wurde das eben noch schlimmer. Dann kam nicht nur von der einen Person der Druck, sondern auch von der obersten Person. Moment, wieso, nachdem die oberste Person mit dem gesprochen hat, mit ihm, wieso kam dann von der obersten Person auch Druck? Weil ich nicht weiß, was erzählt wurde. Also irgendwie muss diese Person dann zu meinem Chef gegangen sein. Klar, hat darüber geredet, aber ich weiß nicht, was erzählt wurde, ob jetzt irgendwas erzählt wurde, was nicht stimmt und so. Auf jeden Fall steht der dann jetzt nicht mehr zu mir. Und egal, was ich mache, meine Fehler werden mir immer angekreuzt, jetzt sogar von zwei Personen. Und ich kann... Also, pass mal auf. Das ist natürlich, wenn du das so empfindest, ist das natürlich äußerst bedrückend für dich. Letztens, ich war gestern so weit, ich habe das nicht mehr ausgehalten, eben weil auf einmal diese Person in mein Leben eingetreten ist und sagte, das und das hast du falsch gemacht und die Fehler hast du gemacht und die sind sowieso besser wie du und was ist denn mit dir los? Und aber ich habe, Sabine, den Eindruck, dass du da keine Grenzen ziehst. Die Person ist vielleicht deine Vorgesetzte in der Küche, aber deine Person ist nicht deine Vorgesetzte in deinem Leben. Und es geht nicht darum, was du in deinem Leben falsch gemacht hast. So habe ich es gerade verstanden, dass sie dir solche Vorwürfe macht. Ja, aber ich weiß nicht, sie macht es einfach. Sie erzählt mir dann, ja, mit dem, ich habe früher das und das gemacht und ich hätte niemals diesen Schritt gemacht, den du machst. Ja, welchen Schritt denn? Was denn zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, ich möchte jetzt heiraten. Und das findet sie für total falsch. Aber Sabine, da bist du aber auch selbst schuld. Wieso redest du mit dieser Person über sowas Privates? Nein, weil ich es ja sagen musste, weil ich ja gerne frei haben wollte. Okay, aber dann ist auch Schluss, dann redet man nicht weiter, ob du nur heiraten sollst oder nicht heiraten sollst. Das ist eine Frage. Ich muss es mir anhören, sie drückt es mir auf, ich darf mich ja nicht einfach umdrehen und gehen, weil dann wird der Ärger einfach nur noch größer, dann kriege ich wieder was reingedrückt. Okay, so, dann bestünde ja vielleicht die Möglichkeit, jetzt nochmal zu dem Chef zu gehen und darum zu bitten, ein Gespräch zu dritt zu führen. Es hätte er, als guter Chef hätte er das eigentlich auch machen müssen. Er hätte euch beiden zusammensetzen und er hätte die Sache klären müssen. Ja, sie hat mir nur gesagt, dass ich gepetzt hätte und dass man sowas überhaupt nicht machen würde. Klar, und von manch anderen... Okay, natürlich hast du es ja auch aus einer Not heraus gemacht. Du weißt ja nicht mehr zu helfen. Und ab einem bestimmten Punkt finde ich das auch absolut okay, dann nach oben zu gehen. Wenn man nicht weiterkommt. Ich würde ja raten, was willst du jetzt machen? Du kannst jetzt da sitzen und leiden, oder du machst nochmal einen Versuch und sagst zu dem Chef, pass mal auf, so, es funktioniert nicht, bitte lass uns zu dritt sprechen. Ja, die Kraft, die habe ich nicht mehr, weil ich bin so weit, ich habe mir gestern eine Schere genommen, ich habe es im Arm gerammt und ich habe einfach runtergezogen. Naja, nur mal langsam. Mädchen, du hast seit einem halben Jahr Probleme bei deiner Arbeit. Das ist ja noch nicht so der große Untergang. Es ist erst ein halbes Jahr. Ich nehme das ernst, was du sagst. Aber ich nehme es nicht so ernst, dass du dir dann eine Schere in den Arm rammst. Wirklich. Also, da muss man die Kirche aber auch mal im Dorf lassen. Weißt du, es geht ja nicht um Leben und Tod. Es geht nicht um einen jahrelangen Dauerstress mit jemandem. Es sind gerade mal 6 Monate, wo du Schwierigkeiten bei der Arbeit hast. Wir alle haben Schwierigkeiten irgendwie mit Vorgesetzten mal gehabt im Leben, immer wieder. Jetzt musst du auch die Nerven behalten. Ja, klar. Finde ich ganz wichtig. Und zu Nerven behalten gehört auch immer, dass man überlegt, okay, ich bin in einer gewissen Weise abhängig von der Person, wie gehe ich da jetzt am strategischsten vor? Indem du deine Arbeit ordentlich machst, indem du dich abgrenzt, dass die gar nicht in deinen privaten, das würde ich mir einfach verbitten, die hat da nicht reinzureden, ob du nun heiratest und was da für Hintergründe sind. Punkt aus. Ja, nur mein Problem ist, mein Körper, der zeigt mir das immer mehr. Ich versuche dann auch, mich da selber gegen zu wehren. Und nur mein Körper, der strahlt im Moment Allergie aus. Ich habe Nervenzusammenbrüche. Ich träume nur noch irgendeinen Blödsinn und ich komme da nicht mehr mit klar. So, wenn es so schlimm ist, dann zieh doch einfach nochmal, wie ich es gerade auch schon vorgeschlagen habe, dir nochmal die letzte Karte und bitte um ein Gespräch zu dritt. Und wenn es dann absolut wieder nicht klappt und du unter einem solchen immensen Leidensdruck stehst und es sonst niemanden gibt in der Firma, wie groß ist die Firma? Wie viele arbeiten da? Ungefähr? 30. Also nicht so eine große Firma. Wenn es sonst keinen gibt, der da irgendwie vielleicht vermittelt, das ist ja auch nur eine Frage, ob man noch jemanden überlegen kann, der vielleicht vermitteln kann.
Ich meine, wenn alle Stricke reißen, muss man gehen. Ja, aber dann ist die Frage, was soll ich dann machen? Wenn ich selber kündige, kriege ich ja natürlich kein Geld. Ich verstehe. Aber Sabine, du merkst auch, dass alles, was ich vorschlage, da sagst du gleich ja aber. Und du jammerst. Du musst jetzt mal einen Ansatz finden, wie du noch offensiv an sowas rangehst. Probleme haben wir alle immer irgendwie bei der Arbeit gehabt schon. Mhm. Weißt du? Wenn du da jetzt nur sitzt und jammerst, bringt das gar nichts. Das macht im Übrigen, das macht dich auch angreifbar und klein, und das macht dich angreifbar für diese Person. Mhm. Ich glaube, dass du auch nicht genügend Selbstbewusstsein ausstrahlst, dass du eine klare Grenze ziehst und sagst so und nicht weiter. Es ist ja immer auch ein Kampf, dass man so seine Position behauptet. Mhm. Dabei muss man aber auch so ein bisschen klaren Kopfes bleiben. Und ich habe so ein bisschen Sorge, dass du zu sehr, dass die Gefühle zu sehr mit dir durchgehen. Ja, ich bin sehr emotionaler Mensch, das stimmt schon. So, jetzt weiß ich nicht, was da noch alles hinterstecken könnte, hinter dieser Emotionalität. Vielleicht, ich weiß nicht, wie es dir sonst so im Leben geht. Bist du sonst relativ stabil oder hast du sonst auch Probleme zurzeit? Ja, so kann ich mich eigentlich sehr gut durchsetzen gegenüber anderen. Ja. Nur ich habe eben diesen Respekt vor Menschen, die ich nicht genau kenne. Ja. Dass ich sage, so, wenn man so mit mir umgeht, dann gehe ich nicht so mit anderen um, weil ich denke, man kann das natürlich versuchen zu regeln, wie ich es versucht habe, und versuchen, das erwachsen zu regeln. Ja. Wie lange hast du schon mal irgendwo gearbeitet? Ja. Wie lange? Über 3 Jahre. Ja, und das hat geklappt? Nee, da hatte ich auch schon so Probleme. Aha. Und das habe ich da ja auch schon mitgemacht. Und aber, weißt du, dann solltest du dir vielleicht auch mal ein bisschen an die eigene Nase fassen. Ja, klar. Es kann ja auch, es sind nicht immer nur die anderen schuld. Ja, ich suche ja auch die Fehler bei mir, weil ich denke... Ja, aber du machst nur Vorwürfe. Gerade was du mir alles erzählt hast, du hast nur angeklagt. Hm. So, was diese Selbstbespiegelung anbelangt, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, dass man seine eigenen Fehler auch sieht und die versucht in den Griff zu kriegen. Und vielleicht die sogar eingesteht, und dann hat man auch wieder einen Plus, wenn man mit dem anderen. Vielleicht entschuldigst du dich vielleicht auch für das eine oder andere Verhalten und schon hast du wieder einen Pluspunkt. Hm. So, was aber ist, vielleicht da noch alles so im Argen liegt, weiß ich nicht. Deswegen möchte ich gerne, dass du noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Einverstanden? Ja. Okay, liebe Sabine, dann wünsche ich dir viel Glück und Erfolg und dass sich die Sache wieder einrenkt. Und wir rufen dich jetzt, du legst bitte auf, und wir rufen dich jetzt nochmal zurück. Das heißt, meine Psychologin, die Anja. Okay, danke schön. Alles Gute, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, morgen heißt unser Thema Bettgeschichten. Ja, Bettgeschichten. Ich möchte mit euch reden rund um das Thema Bett. Seid ihr zum Beispiel schon mal bei etwas erwischt worden im Bett? Was ist eure schönste, schrägste oder heftigste Sex-Bett-Geschichte? Oder auch einen sehr ernsten Aspekt dieses Themas. Wer von euch ist vielleicht schon über einen sehr, sehr langen Zeitraum aufgrund einer Erkrankung, einer schweren Erkrankung, ans Bett gefesselt? Und daher ist das Bett ein zentrales Thema, wenn auch ein negatives Thema für euch. Also das ist unser Thema morgen, Bettgeschichten, alles rund ums Bett. Wahrscheinlich geht es hauptsächlich um Sex, aber natürlich auch um diesen ernsten Hintergrund, Menschen, die ans Bett gefesselt sind. Rund um die Uhr könnt ihr mailen, wie immer, oder morgen ab 0 Uhr anrufen und natürlich dann auch während der Sendung ab 1 Uhr. Da starten wir ja dann mit unserem Thema Bettgeschichten. Hier ist Norman. Norman ist 32. Hallo Norman. Hallo Domian. Hallo Norman. Weswegen rufst du mich an? Mein Thema ist, ich bin jetzt 32 Jahre alt und ich habe an meinem 30. Geburtstag rausgefunden oder eine Diagnose bekommen, dass ich eine erbliche Bindegewebserkrankung habe, ein sogenanntes Ehlers-Danlos-Syndrom. Mhm. Und unter diesem Syndrom habe ich ja eigentlich schon mein ganzes Leben drunter zu leiden. Was ist das für ein Syndrom? Erklär's mal, beschreib es mal. Also es betrifft das Bindegewebe. Mein Bindegewebe ist lockerer gepackt als wie das von anderen. Am ganzen Körper? Am ganzen Körper. Und ich bin quasi, ja, man kann es treffendermaßen mit einem Schlangenmensch bezeichnen. Ich bin unheimlich gelenkig. Ach so. Das Bindegewebe hat mit der Gelenkigkeit was zu tun? Ja, das ist ja, das Bindegewebe hat man ja überall. Ja. In Sehnen, Muskeln, Ansätzen und so weiter. Bist du dünn? Ich bin relativ dünn, ja. Ja. Genau. Nur wäre das ja noch nicht so schlimm, wenn man gelenkig ist. Ja, aber es hat Folgeschäden. Nämlich?
Ich habe jetzt mittlerweile, ich habe zwei Bandscheibenvorfälle, ich habe mehrere Bandscheibenvorwölbungen, mhm. ich habe Arthrose an der Wirbelsäule. Ach, das sind Folgeerscheinungen auch einer Bindegewebsschwäche. Ja, weil ich meine Gelenke nicht stabilisieren kann. Mhm. Und du sagst, da leidest du schon sehr lange? Ja. Daran, und man hat es vor 2 Jahren diagnostiziert? Ja, durch einen Zufall. Also diese Leiden, das fing schon in der Schule an, da war das Leiden aber eher anders. Das Leiden war da eher so, dass die anderen Kinder recht schnell festgestellt haben, dass ich doch sehr anders bin. Mhm. Und dass man da halt Hänseleien ertragen musste. Wie haben die es? Hast du auch anders ausgesehen als Kind? Ja, unheimlich dünn. Ich war unheimlich dünn. Unheimlich dünn? Ja, ich war unheimlich dünn. Und auch schon so gelenkig? Und ja, ja. Im Sportunterricht beispielsweise, wenn man da Gymnastikübungen gemacht hatte. Ja. Ich konnte alles mit Bravour halt vorführen. Ich konnte Spagat machen, ich konnte die Beine hinterm Kopf verschränken, konnte auf den Händen aufstehen. Das ist ja wie im Zirkus, ne? So Nummern. Oder ich kann zum Beispiel Liegestützen, da stützt man sich ja auf den Händen auf. Und ich kann aber die Hände nach außen um 360 Grad wegdrehen. Ich komme einmal ganz rum. Ach. Das sieht vielleicht ein bisschen eklig aus für einen Außenstehenden, aber damals war ich mehr so der Clown in der Klasse. Sind die Lehrer denn da nicht stutzig geworden, dass du sowas konntest und das vielleicht nicht? Die haben sich das nur mit Erstaunen angesehen. Also ist niemand auf die Idee gekommen, das könnte man mal untersuchen lassen? Nein, nie. Ist das eine sehr seltene Erkrankung? Ja, man schätzt, dass es in Deutschland registrierte Fälle zwischen 250 und 500 gibt. Mhm. Man geht aber davon aus, dass die Dunkelziffer immens ist. Und das heißt, mit 30 bist du dann erst an einen Arzt geraten, der so pfiffig war und hat da mal ein bisschen nachgeschlagen? Und ja, weil ich 3 Kinder habe und ein Kind ist, ist mir aufgefallen nach der Geburt, das ist ja genauso gelenkig wie ich. Mhm. Dann haben wir einen Humangenetiker aufgesucht. Ah ja, und da warst du beim Fachmann. Halt mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass du dich jetzt sehr schlau gemacht hast über diese Erkrankung, nachdem du weißt, was du hast. Was gibt es da für Krankheitsverläufe? Ja, das ist vielfältig. Das Syndrom wird in mehrere Gruppen eingruppiert, wobei auch diese wieder für sich sehr unterschiedlich sind. Also ich habe einen klassischen Typ vom Ehlers-Danlos-Syndrom, so wird das genannt. Ja. Und ich kenne mehrere Leute mit klassischem Typ und da äußert sich das überall anders. Ich habe noch nicht mal eine Extremform davon. Aber es kann sich so äußern, dass man zum Beispiel eine Haut hat, die man wie Gummi ziehen kann. Ja. Das habe ich nicht. Ja. Die Übergelenkigkeit halt, die habe ich sehr wohl. Mhm. Dann gibt es wieder andere, da luxieren Gelenke, also renken sich aus. Mhm. Aber so wie ich es verstanden habe, ist das ja nicht so eine Erkrankung, die man so hat und man hat sie, sondern das verschlimmert sich. Ja. Du hast ja gerade schon gesagt, mit den Bandscheibenvorfällen und dass die Gelenke nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Was hast du gelesen? Du bist ja erst ein junger Mann von 32. Wie kann es sich verschlimmern? Also bei mir ist es angefangen im Sommer 1995, da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass ich Rückenschmerzen hatte. Ich hatte zu der Zeit ein Pferd gehabt. Mhm. Da habe ich das halt immer darauf geschoben, mit dem Ausreiten. Ich war auch viel im Gelände, dass das halt da sehr herrührt. Diese Schmerzen, die sind aber immer schlimmer geworden, dann im Laufe der Jahre an mehreren Stellen des Rückens. Mhm. Dann sind noch andere Gelenke dabei gekommen, die mir Kummer machen, zum Beispiel Kiefergelenke. Kiefer auch. Insofern hat sich das verschlimmert. Und könnte es sein, dass du irgendwann im Rollstuhl sitzt? Möglicherweise, aber das würde eher davon kommen, dass vielleicht irgendwann meine Hüftgelenke luxieren und daher. Also man kann man medizinisch, therapeutisch, medikamentös irgendwas machen? Ja, gegen die Schmerzen. Also ich bin jetzt Schmerzpatient. Das ist mein Hauptproblem. Ich habe von den Folgeerscheinungen halt Schmerzen bekommen. Okay, gegen die Schmerzen kannst du was machen, aber du kannst nichts gegen dieses Syndrom direkt machen. Nein, das ist genetisch bedingt. Da kann man gar nichts machen. Und genau das ist mein Problem. Ich bin, wenn du mich jetzt sehen würdest, man sieht mir äußerlich nicht viel an. Mhm. Und aber immer noch ein sehr, sehr, sehr dünner Mann wahrscheinlich. Ja. Wie du gerade gesagt hast schon. Ja. Großer Mann auch? Ja, 1,85, also das heißt groß, ganz normal eigentlich. Ja. Mhm. Das Problem ist halt, dass ich Schmerzen habe, die sich jetzt erklären lassen. Ich habe aber auch Schmerzen, die sich nicht erklären lassen. Die Ärzte vermuten, dass ich im Bindegewebe innerlich im Körper, dass ich da Mikroverletzungen mal hatte, weil ich habe früher Kampfsport betrieben. Mhm. Ich habe Schmerzschübe, die kommen. Das heißt, du nimmst auch sehr starke Schmerzmittel permanent ein? Ja. Die natürlich dann auch ihre Folgewirkungen und Nebenwirkungen haben. Opiate sind das. Ja, sicher. Die Folgewirkungen muss man leben. Mhm. Wenn ich halt Schmerzschübe habe, dann kann man sich mit dem Mittel zwar zudröhnen, ich sag mal in Anführungszeichen,
zwar alles unter ärztlicher Überwachung, aber es würde dazu wieder führen, dass ich dann kein Auto fahren kann. Mhm. Und ich bin im Moment nicht berufstätig, ich bin jetzt seit 2 Jahren arbeitslos und das ist das Hauptproblem, dass ich absolut nicht weiß, wie das weitergeht, weil die meisten Ärzte sagen, mir wird doch nicht so viel fehlen. Mhm. Und ich weiß aber, dass es bei mir gleich abgeht, weil diese Beschwerden verschlimmern sich und ich bin da jetzt schon nicht mehr einsatzfähig, weil ich habe Tage dabei, da ist es so schlimm, da kann ich nicht arbeiten und das ist nicht nur 1-2 Mal im Jahr, das ist 3-4 Mal im Monat. Das heißt, da ist eine große Angst in dir, dass du gar nicht mehr arbeiten wirst können und dass du immer größere Schmerzen hast und entsprechend stärkere Medikamente nehmen musst. Ja. Genau. Und somit dann zum Frührentner würdest, oder? Ja, genau. Mhm. Dazu kommt noch, dass ich familiär jetzt in einer schlechten Situation bin. Ich war mal einst recht, wohlhabend ist übertrieben, aber mir ging es halt finanziell gar nicht schlecht. Mhm. Durch die Krankheit, ich habe 3 Kinder. Mhm. Ein Kind ist betroffen und ist gleichzeitig auch noch geistig behindert, wodurch wir nicht wissen, warum. Das hängt wahrscheinlich nicht zusammen. Ist denn die Ehe in Ordnung? Die Ehe leidet auch ein bisschen darunter, weil meine Frau damit nicht ganz klar kommt, dass ich nicht mehr so bin wie früher. Mhm. Was hast du eigentlich beruflich gemacht früher? Ich bin gelernter Bürokaufmann, habe mich dann in der Logistik spezialisiert und habe dann auch jahrelang bei einem großen Logistikkonzern gearbeitet. Ah, ja. Hast du denn mit gleich Betroffenen Kontakt schon gehabt? Ja, mit ein paar Leuten habe ich Kontakt. Mhm. Was hast du dir von dem Anruf versprochen bei mir? Ich habe bisher noch mit niemandem drüber geredet, großartig. Ach. Und, aber du hast mit Gleichgesinnten, hast du gerade gesagt, dich getroffen, da redet man doch. Sicher schon, mit Gleichgesinnten schon, aber. Auch mit deiner Frau auch nicht? Das. Man kann sich zwar austauschen, aber so wirklich führt das auch zu nichts. Wie war das? Und mit deiner Frau redest du auch nicht so sehr darüber? Ja, doch, aber meine Frau wünscht mir, dass ich sie stärker unterstützen würde hier zu Hause. Mhm. Aber das kann ich nicht immer. Ich habe ein erhöhtes Schlafbedürfnis dadurch. Weiß sie denn nicht um dich und wie, was die Krankheit bedeutet? Das Schlafbedürfnis, die Schmerzen, die Ängste? Aber meine Frau, die hat starke Depressionen. Die ist durch die Situation mit den Kindern ist sehr stark runtergezogen und die kann mir in der Hinsicht auch nicht helfen. Verstehe, da ist wirklich so kein Freund an deiner Seite, mit dem du so dein Herz auch austauschen kannst. Nein. Ah, ich verstehe. Das ist natürlich schlimm. Schlimm ist, dass in unseren Familien, bei mir, von meiner Seite sind die meisten Leute weggestorben. Mhm. Da ist nicht mehr viel da, aber aus der Familie meiner Frau wird die Krankheit vollkommen ignoriert. Mhm. Und es gibt auch von früheren Zeiten keinen besten Freund mehr. Doch, aber der wohnt woanders. Der wohnt woanders. Ich bin durch die Arbeit durch Deutschland gekommen und ich wohne heute ungefähr 120 Kilometer von dem Wohnort weg, wo ich mal, Klar, das verkompliziert alles und so schnell findet man keine neuen Freunde, die so innig sind, dass man auch alles dann erzählen kann. Und genau, ich bin hier quasi mehr oder weniger ziemlich alleine. Mhm. Sag mal, das Gespräch ist natürlich nur eine kurze Zeit, die wir führen. Ich überlege gerade, wäre für dich interessant, wenn ich jetzt einen Aufruf mache und vielleicht andere noch anspreche, die auch so eine Krankheit haben wie du. Die können, um vielleicht mit dir in Kontakt zu treten. Ich meine, schaden kann es ja nichts. Vielleicht triffst du interessante Leute und man kann sich austauschen und. Ja, genau. Nennst du die Krankheit nochmal? Ja, die Krankheit heißt Ehlers-Danlos-Syndrom. So. In der Mitte. Ja gut, die Leute, die das haben, die haben das hier sofort kapiert. Also wenn ihr eine solche Krankheit habt und auch euch gerne mit Normen unterhalten wollt und Verbindung setzen möchtet, dann bieten wir das gerne an, dass das hier über uns läuft. Bitte mailt uns und wir reichen das an den Normen weiter. Vielleicht können wir so eine neue Bekanntschaft oder vielleicht sogar irgendwann eine Freundschaft, die daraus entsteht, stiften. Ja. Das würde mich sehr freuen, weil ich das schon mir vorstellen kann, dass das eine schwierige Lage ist, in der du bist. Ja, das hat mich ziemlich runtergezogen. Ja, das glaube ich. Die Ratlosigkeit überwiegt. Ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht. Das ist das Problem. Aber ich habe schon gemerkt, dass es so ganz grundsätzlich eben auch um einen guten Austausch geht, um Gespräche genau. Norman, in der Regel, ich will jetzt keine falschen Hoffnungen machen, in der Regel passiert immer viel, wenn ich so einen Aufruf mache. Ja. Ich verspreche dir natürlich, selbstverständlich, dass wir alles, was hier ankommt, an dich weiterreichen. Okay. Und würdest dir von Herzen wünschen, dass dabei ein paar nette Leute sind, mit denen du vielleicht dauerhaft dann in Kontakt kommst. Alles klar.
von Herzen alles Gute und alles Liebe wünsche ich dir. Okay, alles klar, danke dir. Tschüss. Unser Thema nochmal, ihr Lieben, morgen heißt Bettgeschichten. Ich möchte gerne mit euch darüber sprechen, was ihr in einem Bett schon so alles Ungewöhnliches erlebt habt. Das kann natürlich sehr viel Sexualität sein und Schweinkram vielleicht, aber es können auch ernste Sachen sein, dass ihr vielleicht euch an das Bett erinnert, vielleicht im Rahmen einer sehr schweren Erkrankung, wo ihr mal sehr lange im Bett gelegen habt oder vielleicht liegt ihr schon sehr lange im Bett und kommt nicht raus aufgrund eurer Erkrankung und wollt mir darüber erzählen. Also Bettgeschichten ist unser Thema morgen. Ihr könnt rund um die Uhr mailen oder morgen dann während und vor der Sendung anrufen. Jetzt freue ich mich, begrüßen zu können den Martin. Und Martin ist 41 Jahre alt. Hallo Martin. Hallo Martin. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, und zwar habe ich folgendes Problem. Mhm. Ich hoffe, dass ich nicht zu lange euch aufhalte. Nö, nö. Sag mal. Ein Arbeitskollegen, der hat mich vor 4 Jahren angelernt. In einem Betrieb und ein unheimlich netter Kollege. Mhm. Und jetzt stellte sich raus, er hat Krebs. Mhm. Und zwar Magenkrebs. Mhm. 3/4, um es kurz zu machen, 3/4 seines Magens wurde entfernt. Mhm. Seine Leber ist auch angegriffen. Mhm. Und jetzt hat man ihm Donnerstag eine Kanüle gesetzt. Heute, also gestern am Mittwoch, hat er die erste Chemo gehabt. Mhm. Und ich, es ist so ein netter Mensch. Mhm. Und ist das schon ein Freund für dich geworden in den Jahren? Nee, ein sehr, sehr guter Bekannter. Also Freundschaft, was ist Freundschaft? Freundschaft bedarf etwas sehr Langes. Jahrelang. Mhm. Sehr, sehr guter Kollege. Okay. Das Problem ist, ich weiß nicht, mich hat das sehr, er war, wo er mich angelernt hat zum Arbeitsbeginn, war er wirklich, er hat wirklich sein Bestes gegeben. Mhm. Er war grottenehrlich und vernünftig. Er hat einen wirklich in Ruhe und hat dich immer gut behandelt. Richtig. Mhm. Wie alt ist er? Also, ich schätze mal so 55, 56. Mhm. Wo liegt das für dich jetzt das Problem? Das Problem liegt für mich diese Hilflosigkeit. So ein guter Kollege, mit dem man auch so in der Freizeit mal so sich treffen konnte. Mhm. Ach, das habt ihr auch gemacht? Ja, sicher. Ja. Der ist jetzt also dermaßen hilflos. Ich weiß nicht, wie ich auf diese Situation zugehen soll. Vor allen Dingen, das mag ja Larifari sein, der Witz an der ganzen Sache ist, er hat dieses Problem. Und wenn ich jetzt gesund zu ihm hintrete und einfach was ich mache, sage, wie geht's denn? Das wäre doch schon Schwachsinnigkeit. Nee, Martin, das ist nun überhaupt keine Schwachsinnigkeit. Ja, das wäre ja nun eine sehr komische Logik, dass man als gesunder Mensch an keinen Kranken herantreten darf. Er liegt im Krankenhaus im Moment. Ist das so? Er kriegt 8 Stunden Chemo und heute ist es ja so, nach 8 Stunden. Dann geht ihr nach Hause. Hast du ihn denn schon mal besucht zu Hause? Nee, ich traue es mich im Moment nicht. Ich weiß nicht, wie. Ich habe mit seiner Frau Kontakt. Mhm. Bin ich in Kontakt? Was sagt denn die Frau? Kann er Besuch empfangen? Möchte er Besuch empfangen? Also im Moment ist das unheimlich knatschig drauf. Okay. Das ist auch nur verständlich. Okay. Ich würde da überhaupt gar keine Hemmung haben. Wenn du mit der Frau wenn du anfragst, ob er Besuch haben möchte, ob du ihn besuchen darfst, dann gehst du dahin, Mensch. Ja. Jeder Kranke freut sich, wenn er Besuch kriegt, denn es sei denn, er will nun wirklich definitiv keinen Besuch haben. Das ist eben die Sache. Wie merkt man das? Indem du die Frau fragst. Wenn du die Frau fragst, kann ich vorbeikommen. Die wird schon sagen, ja oder nein. Ja, sie entscheidet das. Aber wenn er wirklich, ich weiß nicht, also ich möchte, das Letzte, was ich möchte, bei so einem Riesentiefschlag, der wirklich von heute auf morgen kam.
Ja, ich mag schon, dass du unsicher bist. Aber weißt du, wenn man sich zurückhält, kann das auch den Eindruck haben, Mensch, die kümmern sich gar nicht mehr um mich. Ich bin krank und es kümmert sich keiner um mich. Nee, und das soll nicht. Da haben sie recht. Ne? Ja, du kannst mich auch duzen. Ich sage ja auch duzen. Ja, duzen. Da hast du recht. Entschuldigung. Also da finde ich, da sollte man gar keine Scheu haben. Und natürlich hat man Scheu, unter Umständen einem ganz schwer kranken Menschen gegenüberzutreten, weil man gar nicht so weiß, was man machen soll, wie man sich verhalten soll. Aber egal, da muss man durch, da muss man dann hingehen, weil das schon ein Signal ist für den Kranken, ich bin da, ich stehe zu dir, auch wenn du jetzt sehr krank bist. Und man muss ja auch nicht ständig reden, man kann ja auch über die Vergangenheit irgendwas erzählen. Hauptsache, der Kranke ist auch ein bisschen abgelenkt da mal durch so einen Besuch. Ja. Also wenn die Frau sagt, okay, er will Besuch haben, er kann Besuch haben, dann gehst du da hin. Vor allen Dingen, du hast den ja so du hast den ja so gelobt, den Mann, dass der so nett und korrekt zu dir gewesen ist. Ja, vor allen Dingen, ja, natürlich möchte ich dahin, nur ich möchte ihn nicht irgendwie nerven, weil dieses Problem. Nein, wie gesagt, ja, wenn die Frau fällt eine Mauer ein. Bitte? Da fällt ein Berg zusammen, da fällt eine Mauer ein. Wenn man sowas hat, nicht? Klar, ja, aber umso wichtiger ist es doch, dass man Menschen hat, die bei einem sind, die einem beistehen. Es gibt nichts Schlimmer, sage ich dir, als wenn man plötzlich schwer krank wird oder wenn man in eine schwere Lebenskrise kommt und plötzlich sind alle Menschen weg, die wollen nichts mehr mit einem zu tun haben. Nein, nein, aber es ist schon richtig, was du sagtest. Also ich möchte dich ermutigen, wirklich ermutigen, Martin, wenn von der Frau aus das geht, besuch ihn. Und wenn du noch nicht besuchen kannst, dann schick ihm einfach irgendeine nette Karte oder einfach eine Aufmerksamkeit, damit er denkt, ach, ist ja toll, der macht ihn, der denkt an mich. Ja, also ich mach's lieber dann, dass ich ihn direkt besuche. Ja, oder mach es so. Vielleicht noch einen Kollegen mitnehme. Ja, oder vielleicht auch du erstmal allein, musst du mal gucken. Und auch nicht nur einmal, sowas kann man dann auch mehrfach machen. Ja, wenn ich merke, dass es nicht nervt. Genau. Also ich möchte dich ermutigen, das zu tun. Und auch wenn man unsicher ist, dann ist es halt so. Dann geht man halt mit Unsicherheit dahin. Aber man sollte hingehen, finde ich schon. So, jetzt wünsche ich gutes Gelingen, lieber Martin. Dankeschön, Dominik. Alles Gute. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Dankeschön. Mhm. Hier ist die Christine und Christine ist 40. Guten Morgen, Christine. Hallo. Hallo, Christine. Du bist aber weit weg, ganz leise. Ja, ich bin auch etwas müde. Ja. Ich habe heute Abend wieder Tabletten bekommen, weil ich doch ziemlich schwer krank bin. Ja, was hast du für eine Krankheit? Und ich habe die letzte Krankheit, die jetzt festgestellt worden ist, das ist Osteoporose. Mhm. Und das sind also die Mittelchen, die sind ziemlich stark. Mhm. Dann habe ich an der Galle. Dann bin ich krank an der Leber, auch Speicheldrüse. Oh. Und zeitweise drückt mir also auch Wasser aufs Herz. Das heißt, du bist mit deinen gerade mal eben 40 Jahren eine sehr schwer kranke Frau. Ich kann es nicht so sagen, nachdem ich ja immer noch arbeiten gehe. Ach, das geht noch. Ja, es muss gehen. Der Kopf, der funktioniert noch. Hast du Familie auch? Ja, ich habe Familie. Kinder? Eine Tochter habe ich mit 16 Jahren, knapp 16. Ja. Dann habe ich einen Mann. Aber was ich eben an meiner Familie vermisse, das ist einfach die Unterstützung und die fehlt mir. Ach, du bekommst auch von deinem Mann keine Unterstützung in deiner Erkrankung? Nein, bekomme ich nicht. Wie lange bist du schon erkrankt? 3 Jahre. Und wie geht er damit um? Ignoriert er sie völlig? Ja. Er fragt nie nach, er ist nie, er zeigt nie Mitgefühl und geht nie auf dich ein? Nee, ich meine, ich hatte jetzt heute einen sehr schweren Tag und musste also auch sehr viele Tabletten nehmen. Und hat dann bloß gesagt, oh, mir geht's heute gut, ach, geh ins Bett, dann geht's schon besser. Und ich meine, es gibt Krankheiten, da geht man ins Bett und man kommt aus dem Bett raus und es geht einem besser. Also dem ist deine Krankheit lästig? Bitte? Dem ist deine Krankheit lästig? Das weiß ich jetzt nicht so.
Er ist eigentlich mehr so der ruhige Typ und ich kann mir nicht vorstellen, dass es ihm eigentlich ganz egal ist. Und meine Tochter, sie meint halt, wenn ich mal schimpf oder ich sag, sie sollen die und die Zeit zu Hause sein. Mhm. Ja, ich schiebe meine Krankheit bloß vor. Mhm. Und dann kommt es halt doch des Öfteren vor, dadurch, dass ich eigentlich im Prinzip ein temperamentvoller Mensch bin. Mhm. Ich kann dann auch mal losbrüllen, wenn ich nach Hause komme von der Arbeit. Mhm. Und es ist überhaupt nichts gemacht, dass ich sage, also mal spinnt ihr, ihr könnt ja auch mal ein bisschen mithelfen. Mhm. Da kam dann gestern so der Spruch von meiner Tochter, dann zieh doch ganz einfach aus und Das ist aber hart. Ist das eine Überlegung, die du ernsthaft in deinem Kopf hast, die Familie zu verlassen? Ich habe die Überlegung ernsthaft im Kopf, ja. Tochter und Mann zu verlassen, weil sie so gleichgültig deiner schweren Erkrankung gegenüberstehen. Ja, ja. Das ist ja ein großer und dramatischer Schritt, finde ich. Es gibt jetzt die Möglichkeit, dass ich sage, okay, ich nehme jetzt eine Wohnung. Mhm. Es gibt aber auch die Möglichkeit zu sagen, nee, und jetzt ist Schluss, nachdem ich also in den letzten 3 Jahren sehr viel mitgemacht habe. Mhm. Einfach zu sagen, nee, ich nehme jetzt meine Tabletten nicht mehr, ich genieße mein Leben noch. Christine, ich muss dich leider unterbrechen, weil die Sendung vorbei ist jetzt. Wir werden dich aber jetzt sofort zurückrufen. Du legst bitte auf und wir melden uns bei dir wieder, okay? Okay, ja. Bis gleich. Ja. Tschüss, bis gleich. Ja.